quasi am letzten Drücker ist Routinier Martin Falch ins paralympische Aufgebot gerutscht. Obwohl er sich in den vergangenen Jahren mehr auf seine Karriere als Triathlet konzentriert hat, dürfte die gute konditionelle Vorbereitung auch den Weg ins Sochi-Team geebnet haben. Dreimal Platz 4 in den vergangenen Rennen zeigen, wie knapp er am Podest dran ist. Denn bei seinen vierten Paralympics will der St. Antoner mehr als nur dabei sein. Martin Falch nimmt mit 46 Jahren noch einmal das Erlebnis Paralympics in Angriff. Für den Tiroler Slalom-Routinier sind die Paralympics in Sochi bereits die vierten Spiele. Ich freue mich am allermeisten, dass ich dabei bin, weil das ist auf jeden Fall keine Selbstverständlichkeit. Für mich war das früher immer Selbstverständlichkeit, weil ich war jung, ich war das gleiche Alter gehabt. Aber jetzt ist es für mich schon ein Privileg, dass ich dabei sein darf. In seiner langen Skikarriere ist Falch erfolgreich. In Salt Lake City holt er 2002 die Bronzemedaille. 2004 gewinnt er am Unterschenkel amputierte Tiroler Silber bei der Weltmeisterschaft in der Wildschönau. 10 Jahre nach dem Vize-Weltmeistertitel schafft es Martin Falch zu seinen vierten und letzten Spielen und braucht Vergleiche mit den jüngeren Läufern nicht zu scheuen. Das ist für mich eigentlich schon unvorstellbar. Ich schaue mir die Videos immer an von den Jungen und ganz selten, ich bin auch ganz wenig bei der Trainingskurse eigentlich dabei. Und die Videoanalysen, die mache ich eigentlich auch nicht so. Und sehe da die Jungen vorne und denke, boah, die fahren aber gewaltig runter. Aber wenn ich nachher meine Zeit sehe, denke ich mir, ich bin nicht davon entfernt. Also ist ja schon sensationell. Im Sommer hält sich der Tiroler mit dem Paratriathlon fit. 750 Meter im Wasser, 20 Kilometer am Rad und 5 Kilometer laufen. Für Martin Falch keine Herausforderung mehr. Der Tiroler ist dreifacher Weltmeister im Duathlon. Zudem sichert er sich 2006 in Lausanne den Weltmeistertitel im Triathlon. Ja, ich bin draufgekommen, dass der Sommersport, eigentlich mein Sommertraining, dass das sehr, sehr gut ist für den Winter, gerade die Ausdauer. Und es ist nicht nur, dass ein Sommersport ein reiner Ausdauersport ist. Er hat auch viel Schnellkraftkomponenten drin und die habe ich halt rausgefischt und die nutze ich jetzt ganz intensiv zum Skilaufen. Auch sein Heimatbundesland würdigt Falks Leistungen. 2010, 2011 und 2012 wird er Behindertensportler des Jahres in Tirol. Im selben Jahr wird er sogar österreichischer Behindertensportler des Jahres. Die Belohnung für jahrelanges Training. Es ist eine Wahnsinnsmotivation. Ich meine, ich bin jetzt dreimal hintereinander Tiroler Sportler des Jahres geworden. Und wir haben in Tirol sehr viele Sommersportler und Wintersportler, die eigentlich das alles verdient hätten. Und dass man gerade mich auswählt, eigentlich die Wahl trifft da die Bevölkerung. Das motiviert ungemein und treibt mich halt an, um weiterzumachen. Aufgeben war für Martin Falch nach einem Arbeitsunfall im elterlichen Sägewerk, bei dem der Familienvater seinen Unterschenkel verliert, nie ein Thema. Im Spital schon angefangen zu trainieren, der Oberkörper, ich bin mit der Krücken gelaufen, Kilometer für Kilometer, alles was möglich war, nicht gemacht. Da habe ich nie keine Zeit gehabt zum Nachdenken, warum, wieso, weil das ist einfach so und mit dem finden wir uns ab. Trotz mehreren vierten Plätzen und einem Stockerplatz in dieser Saison ist der 46-Jährige hier mit seinem Teamkollegen Matthias Lanzinger vorsichtig, was Medaillenprognosen für Sochi anbelangt. Mein Alter muss man schon berücksichtigen. Ich bin sicher doppelt so alt oder über doppelt so alt als wie Großteil meiner Konkurrenten. Aber Olympia ist immer speziell und ich meine, es ist alles möglich. Zu welchen Leistungen der Behindertensportler Martin Falch fähig ist, hat der Tiroler bereits in der Vergangenheit stets bewiesen.